den Nippel durch die Lasche ziehen. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Ja. Da scheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Ihr werdet schon sehen, dann geht und die Sache auf. Hängt sich der PC auf? Natürlich auch. Nee, komm, Rika, so lustig war es auch nicht. Howdy und willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight mit den festangestellten Kami und Flöckchen. Moin, moin. Und dem Aushilfsüberlebenden Strahlemann. Hallo. Ich bin aber Profikiller. Austauschüberlebender aus Österreich. So. Ja. Freunde denn da. Ja. Der Migrant. Wie war das? Wie bei jeder Aufnahme? Jetzt haben wir wieder eine Chance. Jetzt haben wir eine Chance. Neue Internetleitung. Ja, das stimmt. Dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja. Außerdem durch ihr Todesgelegger, ne? Hat sie uns letztes Mal auch einen erwischt, ne? Ja, das war aber auch. Versteckt sich hinterm Baum auf Schupp, stehst du neben Baum. Aber das Geile ist ja, sie hat dich aber auch noch hinterm Baum gesehen, irgendwie, weil sie ist vorbeigelaufen an dir, obwohl du daneben standst. Das war echt was. Ganz, ganz merkwürdig. Das Großartige war echt, dass ich irgendwie nicht über ihre Schulter hing, sondern von der Luft getragen wurde, als sie mich zum Haken schleppte. Oh, das Schlachthaus! Oho. Widerliches Schlachthaus! So widerlich ist es gar nicht. Die veganerfreundliche Map. Wie wider das ist. So. Das ist ja wieder widerlich. Aber besser widerlich als wider nicht. Es hat geleckt. Mehr hätte ich sogar sagen. Ich hätte gerade auch gesagt. Sie ist der Geist. Leck. Oh. Leck. Oh, Rika. Leck. Was? Ich denke, die Zeiten der Bambusleitung sind vorbei. Ja. Was ist da los? Dachte ich auch. Was ist denn mit dir? Hallo, lauf doch! Ich backe fest. Ja, ich auch. Huch, es leckt. Was war das? Ich backte gerade, ich konnte mich nicht bewegen. Huch. Ja, huch. Ihr seid auch gerade, ich habe euch gesehen, dann seid ihr einfach so pop verschwunden. Äußerst uncool. Ach komm, geh doch weg. Oh, wie konntest du da denn daneben hauen? Alter, nein, ne? Ich weiß nicht, ich treffe nicht. Schade aber auch. Das tut uns aber leid. Nicht. Boah, wie bin ich da gerade mal rausgekommen? Was Strahle hättest du? Strahle getroffen. Ja. Strahle leckt doch nicht. Nee, ich glaube, das lag wirklich da dran, weil eigentlich hättest du mich voll erwischen müssen gerade. Ups. Geh wieder weg. Boah, leck. Bei mir leckt's nicht. Ja, Part 2. In erster Linie leck Arsch, ja. Aber es muss ja in der Leitung liegen, weil irgendwie das Problem haben wir nur bei dir. Scheiße. Ja, sie hat ein paar. Glaube ich, die Probleme liegen bei der Netzwerkkarte. Habe ich eh schon mal gesagt. Das ist doch ein Onboard, oder nicht? Ja, eben. Sie hat ja Internet-Lags. Ja, aber sie hat Internet-Lags auch. Ich weiß, obwohl sie eine stabile Leitung hat. Puh, sie ist gerade schon wieder an mir vorbeigeleckt. Jetzt leckt's richtig. Ja, jetzt leckt es richtig, wollte ich gerade sagen. Alter, was ist denn hier los? Oh, zur Hölle mit dem Leck. Ich glaube, das hat, glaube ich, solange ich noch nichts Vernünftiges hier drin habe, keinen Zweck mit mir hier. Ach, umso lustiger es ist. Ja. Ah, ja. Kann man schon machen. Da habe ich wenigstens auch mal eine Chance. Ja. Problematisch wird es halt nur bei den Quicktime-Events sein, ne? Nee, die lecken nicht. Problematisch ist es generell. Ja. Man weiß nie, wohin man gerade leckt. Ja. Das Licht anmachen, du weißt es. Nee, wenn es nach Schokolade schmeckt, war es falsch. Porn by Daylight. Ich häng dann. Also ich glaube, wenn das nach Schokolade schmeckt, dann ist allgemein bei dir irgendwas falsch. Kommt bestimmt auf die Ernährung an, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. ich häng dann hier rum. Wir sind ja nicht bei Two Girls, One Cup, ne? No. Boah.
Nein, wer es nicht kennt, googelt nicht danach. Hört auf. Vor allem nicht, wenn ihr minderjährig seid und Hallo. Auch noch ganz normal im Kopf seid. Was? Danach seid ihr es nicht mehr. Was? Auch so wollt ihr das nicht. Lasst es. Also die beste Taktik ist direkt an Rika vorbeizulaufen. Ich muss gleich kämpfen. Wenn man sich erst mal... irgendwer Hilfe. Ja. Hilfe. Rika, geh weg. Mir will was in den Hals stechen. Geh weg, habe ich gesagt. Kämpft sie oder was? Na, ich bin hier gerade vorbeigelaufen. Oh, Schankedön. Bitte schön. Achtung, sie ist da bei euch. Ja. Boah, das ist Gelecke, Alter. Ja, hauptsächlich, wenn man irgendwie läuft, ne? Nein, hauptsächlich, wenn man versucht, sich irgendwo zu verstecken. Dann steht man kurz neben seinem Versteck. Ja. So. Noch zwei Stück. Ups. Aber bin ich in die Wand gelaufen. Ja. Dieser Schrei sagt mir, dass irgendjemandem gerade Schmerz zugefügt wurde. Ja, mir. Ja. Ich bin als Killer nicht so geil, eigentlich. Hoffentlich nicht. Also, solange du so bist, Rechte. Würde ich mir eher Sorgen machen. Ja, eben. Der Schrei sagt mir, dass jemand an den Haken gehängt wurde. Ja. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja auf der Reeperbahn auch solche Haken zu kaufen. Oh. Oh, ja, vielleicht der Boutique Bizarre oder so, da habe ich schon Sachen gesehen. Nein, ja. Ah, hör auf. Ja. Kennst du den Kettensägen-Dildo? Ernsthaft? Hat der liebe Strahlemann noch Herzklopfen? Nein. Jetzt habe ich wieder welches. Na toll. Jetzt nicht mehr. Na toll. Wenn man vom Teufel spricht, man. Ja, weißt ja, wenn man vom Esel tratscht, kommt Daniel Arsch, ne? Dieses Rumgelecke hier, ey. Alter, geh weg! Kann doch so nicht spielen. Merci, Monsieur. Ah! Achso. Im Zaun. Ja, geschieht dir recht. Und schnell Boah. Weg. Nein! Aua! Ja, entschuldige, ich hab dir leider einen Nippel abgerissen, aber der wächst wieder nach. Alles gut. Boah, bist du recht vor dir aufgetaucht wieder. Wie fies war das denn? Das war die Retourkutsche. Toll, stand ich da auf einmal vor dir. Meine schöne Nase. Das ist Cheaten hier. So. Warte mal. Das ist bestimmt noch ein Generator in der Nähe, oder? Super, wieso lauf doch! Sag mal, die haut immer daneben hier, der olle Krüppel. Aua! Sollte echt meine Weglauf-Skills nochmal etwas optimieren, habe ich das Gefühl. Hallo? Huch, ich hab mich verfangen. Dann bin ich voll den Ohrwurm davon. Und gleich wieder weiter. Weiter auf der Leiter? Das ist Geröchel von dem. Sie bedeckt sich. Bedecke deine Blöße, du Geist. Ey, du da. Mach mal. Mach mal. Dankeschön. So, habt ihr jetzt endlich den letzten Generator gefertigt oder wo? Was ist das? Nö. Wir warten ja auf dich. Krieg eine Schönheits-OP. Oh, bitte. Danke. Alles wie neu. Ja. Das Holzbein ist echt gut, muss ich sagen. Also, hast du gut gemacht.
Pass auf. Nee, falscher Alarm. Auf Löckchen. Ich wollte sagen. War nichts gehört. Ja, aber sie ist ein Geist. Flöckchen Alarm. Ja. Es ist der Geist, wenn du schreist. Erfüllst du uns eigentlich auch drei Wünsche? Es wohnt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Genau. Ich bleib hier immer an irgendwelchen Kanten hängen, ey. Das schadet nix. Ach. Janika. Ach, da. Sei nicht zu laut. Entschuldigung. Psst, Ruhe. Wir müssen uns hier konzentrieren. Nehmen wir den nächsten. Jo. Fummel hier, Fummel da, Fummel, Fummel. Hm. Huch, wie konnte das denn passieren? Ja, hier. Das geht ganz einfach. Hä? Ich hänge. Ah. Wow! Oh, das hat geleckt. Ja, mach. Ja, ich. Jetzt. Gut, dass wir alle weit weg sind. Wenn sogar der Ladebalken leckt, das heißt. Wartet. Warum? Ja, wir sind alle geheilt. Wir sind einem. Wow! Oh, da ist er ja sogar schon. Kommt wieder auf einmal her. Lass mich raus! Diesmal war das Gelecke wohl tatsächlich zu unserem Vorteil, nicht zu unserem Nachteil. Ja, sicher. Ja. Das eine Mal war echt, hätten wir eigentlich zweimal hitten müssen, aber. Ja. Aber hat's nicht. Ich hab auch pures Glück gehabt, du. Ja, ja. Heiliges Mettle. Mettle. Hm. Nicht Heiliges Bächle, bei mir ist Heiliges Mettle. Mettle. Achso, ihr seid ja noch drin, ne? Ja. Bei dir, ja. Immer. Ja, natürlich. Oh, Rika, hier Schweine. So Lucky Blöcke. Das wäre geil hier mit Lucky Blöcken, oder? Aber nur, wenn ich wieder einen brennenden Bogen kriege. Naja. Wie lustig das wäre, wenn man den Killer an Brand schießen könnte. Siehst du da die Hexe, siehst du denn da so unsichtbar brennend rumlaufen? Verbrennt die Hexe. Das ist so fliegende Flammen einfach nur. Ich bin als Killer nicht gemacht. Ja, wäre auch schlimm, wenn deine Eltern es geplant hätten. Wir müssen nur den Killerinstinkt in dir wecken. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Privatunterricht. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Kettenöl hier. Oh, Schon wieder die Eisenhütte. Warte ich schon mal Eisenhütte? Ja. Und es leckt schon wieder. Oh, ja. Guten Tag. Guten Tag, ein bisschen zu weit gelaufen gerade. Ja, ich hab's gemerkt. Falsch abgebogen. Das Navi ging ein bisschen falsch. Du hast ein Navi, ich hab nur eine Karte. Echt? Okay, die Quicktime-Events laggen definitiv auf. Okay. Bei mir bis jetzt zum Glück noch nicht. Hinter dir kommt Michael Myers. Ja? Ja, Michael Myers hinter dir. Ja, ich wollte doch probieren. Hallo. Ey! Es ist schön, wenn man hinter versteckt ist, ne? Ja. Spring nicht so durch die Gegend, du Hase. Der Michael Meyer ist also wieder im Spiel, ja? Huch. Ich brauche wieder eine Schönheits-OP. Ja, ey, das Auge also hängt ohne Scheiß. Schief. Jedes Mal die Quicktime-Events laggen. Das geht gerade gar nicht. Nein, bei mir bis jetzt noch nicht. Du schiebst das nur auf die Quicktime-Events, weil du es nicht kannst. Nee, ohne Scheiß. Kannst du dann im Video ja sehen. Ja, ich glaub's ja. Lauflöckchen! Ja. Auf! Rechts! No! Leck! Oh, Satan! Oh! Huch, ich komme ja nicht weg! Ja, Retour! Ja, genau die Richtung. Ich hänge! Ja, genau so.
Strahle macht einen Wächter. Jetzt nach rechts, ja. Kann ich mal jemanden von euch sehen, wie geflickt werden? Da hinten lief gerade was. Was noch nicht fertig war. Ach ja. Ist ja schön hier. Gell? Könnten wir unser Urlaubsdomizil hier machen? Ja, absolut. Also hier kann man richtig was draus machen. Ja. Das muss man nur ein bisschen renovieren, ne? Ein bisschen Tapete an der Wände. Ja, ein bisschen ein paar Fensterscheiben einsetzen. Richtig idyllisch hier. Ja. Eine neue Heizungsanlage. Wenn die komischen Killer hier nicht wären. Oh, das ist doch nicht wahr. Direkt als ich angefangen habe. Na gut, gehe ich halt wieder nach draußen zu dem. Oh Gott! Voll in ihn reingelaufen. Oh. Erstmal gucken, wer unter der Maske ist, wa? Oh, da. Jetzt war ja herrlich. Also, das war ja echt großartig. Ich habe aber auch nichts gesehen eigentlich. Ja, ich hab was gesehen, aber ich war irgendwie so ein bisschen handlungsunfähig. Wenn man das mal so nennen möchte. Das ist scheiße, wenn die Nase juckt und man am Generator machen muss. Aber. Ja, ich häng dann hier. Hatschi! Nee, Herr Schnee, aber man kann nicht kratzen. Oder? Wie zur Hölle ist dieser Meyers eigentlich schon wieder aus der Tür? Hallo, Meyer! Ja. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Trari, trara. Wer sei da nicht? Warte mal. Denn in der Schulter schmerzt das echt. Fali, Falla. Und ich kämpf. Kämpf. Hinter euch ist ein Killer. Ich weiß. Oh ja. Alter, ist mir erschrocken, ey. Ich wusste, dass es hinter mir ist. Boah. Kann ja mal passieren. Shit happens. Die Beine nehmen und ich dachte halt, dass Evie direkt am Haken in der Nähe, du bist schon dichter. Und dann auf einmal. Oh, ne. Nee, der ist gebraucht. Interessiert mich nicht. Ganz schön eklig. Weißt du, dass man sich da Infektionskrankheiten holen kann, wenn man so ein. Oh. Ich hab heute kein Talent für die verfurzten Quicktime-Events. Kein Herz für Quicktime. Ach ja, ich häng mal ein bisschen ab, ne? Ja, chillst eine Runde, ja? Ja, ja. Mach das mal, das schadet nicht. Nö, alles gut. Hallo Michel. Hallo. Wieso haust du mich zweimal? Ich bin doch schon am Boden. Das ist mir doch Wurst. Oh, ich muss kämpfen. Ich kann dir auch welche auf den Arsch hauen. Kann mir mal einer sagen, warum. Michael, geh nach rechts. Bitte, danke. Ja. Ich drück Space, aber ich. Kämpfst du ja immer noch, oder? Nee. Oh nö. Da stand irgendwie ist es bei mir buggy. Also meine Leertaste funktioniert eindeutig, weil ich kann ja über die Sachen rüberspringen und so. Das funktioniert. Nur wenn ich drücke, nimmt das nicht an. Merkwürdig. Vorhin auch schon. Irgendwie ein bisschen doof. Irgendwie ungeil. Ja, jo. Ziemlich ungeil. Oh nö. Ab du, hässlicher Kobold. Bodenkobold. Geistesgestörter Psycho-Vogel. Ah, scheiße. Ja. Das war eine Millisekunde, die gefehlt hätte. Eine Millisekunde. Bei deiner Leertaste hört man eindeutig. Ja, ich weiß. Au.
Versuch sie schon leiser zu drücken. Ja, vielleicht kann er sich ja frei bewegen. Nee, nee, nee. Du brauchst ihn nicht an den Haken. Nee. Boah, nee. Mann. Das war's. Schade. Tschüss. Den hätten wir noch gebraucht. Wie ärgerlich. Wäre ich bloß nicht auf die Idee gekommen, dir helfen zu wollen. Danke. Ich hab's geschafft. Naja. Ja, aber. Ah, ärgerlich, gut, ärgerlich. Gut gespielt. Ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das sei ihr gegönnt, ne? Aber Michael ist echt fies, ey. Der ist echt fies. Weil du ihn nicht hörst. Hasse ihn, ja. Du kannst einfach zu jemandem ganz in Ruhe hingehen, der gerade einen Generator macht. Das ist ja. Das mit dem habe ich wenigstens ein bisschen Chance, weil ich mich so schön anschleichen kann. Ja, ja, richtig. Nice Sache. Aber dann war es das auch wieder für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Freuen uns über jedes bisschen Feedback, was wir kriegen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederschauen. Tschüss. Ciao. Tschüss.